für einen Tag in eine andere Rolle schlüpfen und die Welt aus einer neuen Perspektive sehen. Diese Möglichkeit nutzte Jens Kuraschinski, Bürgermeister von Wildeshausen, im Rahmen des Projektes Daumen hoch für die Ausbildung von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Oldenburg. Für einen Tag schlüpfte der Bürgermeister in einen Blaumann und informierte sich über die Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker bei der Firma Heinrich Schröder Landmaschinen in Wildeshausen. In dem Praktikum erhielt Jens Kuraschinski die Möglichkeit, an sehr unterschiedlichen Maschinen zu arbeiten. Er zeigte sich beeindruckt von der Vielfältigkeit des Berufsbildes. Ja, es war schon sehr überraschend, weil ich kenne eigentlich noch so die alte Technik. Wir haben das ja heute auch am alten Schlepper erlebt, wie man die Technik dort erleben kann, wie die Technik eingestellt wird. Das hat sich komplett gewandelt in den letzten Jahren. Heute muss ein Laptop, modernste Technik zum Einsatz gebracht werden, um überhaupt dann den Fehler diagnostizieren zu können und dann auch für eine Abhilfe sorgen zu können. Das ist schon markant, was sich da in den letzten Jahren verändert hat. Die Firma Landmaschinen Schröder investiert viel in die Ausbildung und ist damit auch erfolgreich. Insgesamt konnte der Betrieb in diesem Jahr 40 neue Ausbildungsstellen besetzen. Die Firma ist auch im Ausland tätig. Das duale Ausbildungssystem gibt es dort nicht. Das stellt die Firma vor Herausforderungen. Das im Kontext mal vergleicht, wir sind sehr erfolgreich in Rumänien unterwegs mit 7 Standorten, nahezu 200 Mitarbeitern. In Rumänien verhält es sich mit der Ausbildung ganz anders. Deutschland, muss man sagen, ist sehr führend in der Ausbildung mit der dualen Ausbildung, das heißt Kombination zwischen Berufsschule auf der einen und eben dem täglichen Lernen im Betrieb. Das gibt es zum Beispiel in Rumänien gar nicht. Es gibt dort keine Fachberufsschulen, sondern wir müssen an die Schulen gehen, müssen junge Leute schon für uns gewinnen und machen dann die Ausbildung im Hause ohne fremde Hilfe, ohne jegliche Berufsschule. Das ist ein großer Vorteil des dualen Ausbildungssystems, was wir nun mal in Deutschland haben. Im Rahmen der Ausbildung ist einiges möglich. So hat der angehende Mechatroniker Felix Ress sich nicht nur dafür entschieden, für ein Jahr den Betrieb zu wechseln, sondern auch gleich das Bundesland. Ich mache die Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker. Ich habe mich dafür entschieden, hier weiter wegzukommen. Das ging über unseren Valtra-Vertreter, das ist quasi unsere Schleppermarke, wo wir vertreten. Da kam der Vertreter mal zu mir und hatte gemeint, du musst raus, du musst was erleben, du musst was sehen. Da habe ich mir gedacht, ja, das möchte ich machen. Hat mein Vater mir das Ganze auch noch erlaubt und dann bin ich durch Empfehlungen hier zur Firma Schröder gekommen. Nach Abschluss der Ausbildung möchte Felix Ress auf jeden Fall seinen Meister machen. Das hat der Werkstattleiter Bastian Kammann auch gemacht. Er begann seine Ausbildung bei Schröder Landmaschinen vor circa 20 Jahren. In dieser Zeit haben sich die Anforderungen an das Berufsbild laut Bastian Kammann stark verändert. Die Anforderungen haben sich gravierend verändert, wenn man jetzt mal so die letzten 20 Jahre Revue passieren lässt. Die Technik ist nicht stillgestanden, es ging immer weiter. Sprich, Digitalisierung hat auch in der Landtechnik stattgefunden. Wir arbeiten mit höchst sensibler Diagnosetechnik heutzutage, was natürlich auch ein hohes Maß an technischem Verständnis und auch Einsatz voraussetzt. Jens Kuraschinski nutzte das Praktikum dann auch noch, um sich einen kleinen Kindheitstraum zu erfüllen. Ich bin ja in der Landwirtschaft mehr oder weniger mit aufgewachsen, groß geworden im dörflichen Bereich. Und das ist schon irgendwo so ein Kindheitstraum gewesen, mal direkt an so einer Maschine dann auch tätig sein zu dürfen.